Wie richte ich eine Box für Sprengspinnen ein? Das ist die Plastikbox, die ich zuerst mit etwas Kokoshumus fülle. Nun kommen ein paar Asseln und Sprengschwänze hinein, als Bodenpolizei. Jetzt fülle ich die Box mit etwas Kork und Holz zum Klettern. Das Holz war zu groß und ich tausche es aus, außerdem habe ich noch eine kleine Plastikpflanze in die Box getan. Nun bringe ich die kleine Sprengspinne in die Box. Sie springt vom Deckel direkt auf das Korkstück. Hier hängt sie an der Plastikwand.
Durch das Loch oben kann man die Spinne mit Fliegen versorgen. Danke fürs Zuschauen.